Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Ani. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. FM 144 Grit and Fight Kampf im Netz 31.05.2020 Veröffentlicht von Alkione am 1. Juni 2020 Kategorie Disclosure Offenlegungen Meditation. Obwohl derzeit immer mehr Menschen aufwachen, hat die ganze Corona-Panik viele Menschen in Angst versetzt, was die Gesamtschwingung auf der Oberfläche derzeit nach unten drückt, was der dahinterstehende Plan der Dunkelmächte war. Deshalb ist es möglich, dass sich die Sternensaaten im Moment ein wenig von den Lichtkräften, LFs, getrennt fühlen, weil sie nicht so gut durchkommen, wenn die Energie niedrig ist. Gleichzeitig gibt es wegen dieser niedrigen Schwingungen vermehrt energetische Angriffe. Daher ist auch hier wieder energetischer Schutz wichtig. Da die Corona-Maßnahmen nun aber mehr und mehr gelockert werden, nutzt ein Teil der Kabale die inszenierten Ereignisse in Minneapolis, um einen Rassenbürgerkrieg innerhalb der USA auszulösen. Jede Art von Hilfe, Meditation, energetische Operationen von Sternensaaten am Boden zur Entschärfung der Situation wird sehr geschätzt. Dringend. Alle 4 Stunden Meditation zur Erhaltung des Friedens in den USA. Seid euch bewusst, dass es wieder Mitglieder in bestimmten Lichtarbeitergruppen gibt, die andere Mitglieder auffordern, nicht über diese Situation zu meditieren und die Unruhen einfach stattfinden zu lassen, weil dies Teil des Aufstiegsprozesses wäre. Genauso wie es auch Leute gab, die vor einer Woche dazu aufriefen, nicht über die Gefangennahme der jesuitischen Schlüsselfigur Adolfo Nicolas zu meditieren, um ihn zur Zentralsonne zu bringen, der dennoch von den Elfs gefangen wurde. Was wiederum die Tür für weitere Operationen der LFs bezüglich der Befreiung der Göttin in Ostasien öffnet. Update zur Meditation, um Adolfo Nicolas in die galaktische Zentralsonne zu schicken. Passivität und Wegschauen sind nicht der Schlüssel zu einem harmonischen Aufstieg. Passivität führt nur dazu, dass die Dunkelmächte noch ihr Ding machen können, was bis zum Event viel mehr unnötiges Chaos und Leid bedeutet. Achtet also genau darauf, was in bestimmten Lichtarbeitergruppengemeinschaften geschrieben steht. Denn auch hier trennt sich hinsichtlich Infiltration und Irreführung mehr und mehr die Spreu vom Weizen. Was die Situation in den USA betrifft, so haben die Archons Städte wie Minneapolis, aber auch andere, mit Anomalie überzogen, was der ideale Spielplatz für negative Entitäten ist, die sich natürlich sofort an Demonstranten und Polizei hängen. Darüber hinaus wird das elektrische Fluid, auch als Feuerelement bekannt, auf den subtilen Ebenen so manipuliert, dass es die Gemüter geradezu zum Kochen bringt, was zu erhöhter Wut und Aggression unter den Bürgern der Polizei führt und die Stadt selbst physisch zu einer Wärmequelle macht, was sich auch sichtbar in den vielen brennenden Autos und Gebäuden widerspiegelt. Es folgen mehrere Videos auf transinformations.net. Um dem entgegenzuwirken, kann man das magnetische Fluid, Element Wasser, weibliche Energie nutzen, um den Kopf buchstäblich abzukühlen. Auch wenn eine von der Kabale kontrollierte extremistische Gruppe die Situation anheizen will. It's a setup. Mysterious brick piles appear throughout major protest cities. Es ist eine Falle. Mysteriöse Ziegelstapel tauchen in allen größeren Proteststädten auf. Es folgt ein YouTube-Video auf transinformations.net. Zusätzlich können Lichtsäulen verwendet werden, um die Anomalie und alle ätherischen Chimäraspinnen über der Stadt zu extrahieren, die sich natürlich auch niedergelassen haben, um sich von den negativen Energien zu ernähren.
Was die ätherischen Spinnen betrifft, so gibt es derzeit auch verstärkte Angriffe auf einzelne Lichtarbeiter, was oft durch Begegnungen mit physischen Spinnen angezeigt wird. Entfernt physische Spinnen immer sofort aus dem Haus. Überprüft, wo sie eindringen können, zum Beispiel offene Fenster. Sie kommen immer mit ätherischen Spinnenwesen einher, die physische Spinnen als eine Art Infiltrationsanker, aber auch als Abhörgerät benutzen können. Reinigt das Haus energetisch. Entfernt ätherische Spinnen. Schützt das Haus energetisch. Auch das Räuchern mit Räucherstäbchen hilft. Wiederholt dies, bis die Begegnungen abnehmen. Die Chimera kämpft derzeit um ihr Überleben, da ihre Matrix zerfällt. Sie bereitet sich auf das letzte Gefecht vor. Sie arbeiten daran, die Oberfläche in eine kalte technologische Dystopie zu verwandeln, die von künstlicher Intelligenz, sozialer Distanzierung, Robotern, virtueller Realität und Nanotechnologie gesteuert wird, in der die Menschen wie eingezäunte Nutztiere und Industriearbeiter in abgezäunten Arbeitsbereichen gehalten werden. Heartbreaking Pictures show French children social distancing playground. Herzzerreißende Bilder zeigen französische Kinder, die sich auf dem Spielplatz sozial distanzieren. Es folgt ein YouTube-Video auf transinformations.net. Zwangsimpfungen wären die physische Manifestation eines ätherischen Chimera-Stichs, der das Opfer physisch und energetisch lähmt. Außerdem verursachen Impfungen Löcher in der Aura, durch die negative Entitäten eindringen, anhaften können. Daher der Druck der Dunkelmächte in diese Richtung. Und dies wäre nur die Spitze des Eisbergs. Unter der Oberfläche haben sie ganze Farmen mit Millionen von Kammern geschaffen, in denen Seelen in elektromagnetischen Feldern gefangen sind. Im Grunde ein gigantisches astrales Konzentrationslager, wobei verschiedene Einrichtungen bereits von den LFs geräumt wurden, da die Entfernung der Gitterschichten dieser Einrichtungen immer sichtbarer macht. Auf der Oberfläche haben sie, um diese technologische Dystopie zu fördern und das Netz inmitten des gegenwärtigen Chaos zu stärken, Leute wie Elon Musk, ähnlich wie Bill Gates, der definitiv nicht für die LFs arbeitet, an die Front gebracht. Elon Musk, Starlink, could take wonders of night sky away from us. Elon Musk, Starlink, könnte uns die Wunder des Nachthimmels nehmen. Vor allem, wenn man sich die Kunstwerke seiner jetzigen Frau genauer ansieht. Grime is selling soul highest bidder conceptual art piece. Grimes verkauft, nachdem sie das Kind des Milliardärs Elon Musk zur Welt gebracht hat, ein Stück ihrer Seele an den Meistbietenden im Bereich der Konzeptkunst. Genauso wenig tun es Donald Trump oder Melania. Nein, sie ist keine inkarnierte Plejadierin. Aber was wahr ist, ist, dass es um die Q-Gruppe herum positive Elemente gibt, in der tatsächlich Sternensaaten inkarniert sind, die am Befreiungsprozess beteiligt sind, auch wenn sie sich noch nicht so sehr des großen kosmischen Spiels bewusst sind, weil sie sich sehr auf ihre menschliche Existenz und Mission konzentrieren. Der Kampf um die Matrix tobt im Moment und es steht noch ein sehr, sehr heißer Sommer und vor allem Herbst bevor. Wie immer ist es wichtig, Ruhe zu bewahren, die Situation zu beobachten und entsprechend zu handeln. Wir sind auf dem richtigen Weg und es gibt immer mehr Anzeichen dafür. Nicht das Chaos am Boden, sondern am Himmel. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.